Seid mir gegrüßt. Ich habe den nächsten fertig, den Covenanter Stufe 5 britischen Light Tank. Den hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ich bin ja davon ausgegangen, ich habe schon alle Light Tanks fertig. Und als ich groß shoppen gegangen bin und hier den ganzen Rest von den von den ganzen Fünfern gekauft habe, bin ich über den Covenanter gestolpert. Den hatte ich komplett übersehen. Hatte auch noch überhaupt keine Gunmark drauf, also ich habe drei Replays für euch. Ich gehe jetzt erstmal kurz auf die Crew ein. Das ist, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wo ich die Crew her hatte. Ich glaube, die ist aus dem Cromwell, die kann aber auch aus dem Cromwell B sein. Die haben beide eigene Crews gehabt, kann ich bestimmt nachschauen. Cromwell, 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 wo bist du? Ein Knick in der Optik. Da ist der Cromwell. Ja, sie ist aus dem Cromwell gewesen. Und die habe ich umgeschult auf den Covenanter. Auch umgeskillt. Also auf Camo und Sichtweite. Aber ansonsten ist es ziemlich basic. Light Tank Crew. Also ich habe keine Repairs. Doch, ich habe einen mit Repair drauf, sehe ich gerade. Aber sonst ist da noch keine Reparatur geskillt, weil das Ziel halt in erster Linie ist, nicht gespottet zu werden. Equipment, erbeutete Lüftung, erbeutete Optik und verbesserte Zielführung. Munitionsloadout ist ziemlich. Ich glaube, ich habe es nochmal verändert gehabt. Ich hatte mehr APCR mitgenommen. 116 AP, 116 APCR und 8 HE. HE ist relativ useless auf dem Tank, sage ich mal. Aber ab und an kommt ihr in die Situation, dass ihr T67, Hellcat oder Artis angehen könnt. Da kann es schon mal Sinn machen, einen HE-Clip zu laden. Zur Munition selber 829 Meter auf der AP und 1036 auf der APCR. 86 mm Pen auf AP und 112 AP auf APCR. Also ihr werdet mit dem Panzer sehr, sehr viel APCR schießen, weil die Pen einfach sehr schlecht ist. Dann habe ich, also ihr könnt ihn meiner Meinung nach komplett ohne Kaffeepudding. Pudding und Tee, drei Marken, weil der Panzer relativ niedrige Anforderungen hat. Es ging auch sehr schnell bei mir. Ich habe ihn allerdings im Ende jetzt dann mit Pudding gemarkt, also fertig gemacht, weil ich ein bisschen Druck machen muss. Ich habe gesehen, dass ich irgendwo zwischendurch, bedingt durch das, dass ich die letzten 2 Wochen relativ wenig Zeit hatte, diese Tank Rewards brauche ich noch 500 Punkte und dazu muss ich heute und morgen sowohl auf Stufe 5 als auch auf Stufe, also beziehungsweise in den unteren Stufen und in den oberen Stufen, alle Marken kriegen, um diesen Reward Tank noch zu bekommen. Also das ist mehr oder weniger der Grund, warum ich dann Pudding reingemacht habe, weil es dann einfach schneller geht. Die Performance vom Panzer wird noch besser. Zur Feuerkraft macht 60 Damage pro Schuss, lädt 5,22 Sekunden nach für den kompletten Clip. Der hat einen Clip und 0,4 Sekunden zwischen den Schüssen, beziehungsweise zwischen den Clips, glaube ich. Er hat 2 Schuss im Clip, beziehungsweise lädt 2 Schuss nach und pro Schuss sind, oder pro Clip sind 2 Schuss drin. Ich weiß nicht, wie man das besser erklären kann. Also wenn ihr einmal drückt, schießt er immer zweimal und diese Feuerrate habt ihr zweimal. Minus 15 Grad hat er Gun Depression, das ist natürlich massiv. Ich glaube, das hat nur noch der STB-1. 1,65 Sekunden Zielerfassung, 0,34
Genauigkeit 2243 Average Damage. Was ihr zu der Kanone aber wissen müsst, wenn ihr den spielt, können wir auch kurz auf die Forschung eingehen. Meiner Meinung nach gibt es auf dem Panzer nur zwei Kanonen, die man nehmen kann. Das ist die Stockgun und es ist die Bofors, die 40 mm. Er hat auf der Stockgun mit APCR ein bisschen bessere Pen, aber einen niedrigeren DPM. So, sorry, kurz unterbrochen worden von Kind und Freundin. Jetzt nochmal zurück. Also die zwei Kanonen habt ihr zur Auswahl. Zumindest meiner Meinung nach, die funktionieren. Das ist eine ganz normale Kanone, hat aber relativ wenig Pen, 78 und 121 mm auf AP und APCR. Der DPM ist schlechter, die Zielerfassungszeit ist besser und die Genauigkeit ist hier besser. Funktioniert aber wie eine stinknormale Kanone, also ihr könnt die über jede Distanz spielen. Und dann ist der Unterschied zu der hier, also sie hat einen höheren Average Damage mit 60, die Pen auf AP ist minimal besser, und dafür ist die Pen auf APCR, sagen wir mal, deutlich schlechter. Wie schon gesagt, es ist ein Magazingeschütz, er hat 4 Schuss im Magazin, diese 0,4 Sekunden beziehen sich wohl zwischen die Ladezeit zwischen den Schüssen. Und lädt Stock 6 Sekunden nach. Und der springende Punkt, auf den ich raus wollte, ist die Schussweite. Mit dieser Kanone könnt ihr maximal auf 400 Meter schießen. Also ihr könnt schon drüber schießen, aber ihr werdet nichts mehr penetrieren. Das zeigt auch, also wenn ihr einen Mod benutzt mit Pen zum Beispiel, zeigt der ab 400 Meter an 0, 0, also dass ihr keine Chance mehr habt zu penetrieren. Das ist so die Eigenheit von der Kanone. Maximale Schussreichweite 400 Meter. Alles, was drüber ist, könnt ihr nicht penetrieren, und selbst wenn es eine Arti ist. Ich habe diese Kanone genommen, weil der DPM besser ist. Und es ist relativ häufig so, dass man dann noch auf kürzere Entfernung schießt. Es kommt zwar auch vor, dass ihr mal Ziele habt, die weiter weg sind, wenn jetzt zum Beispiel irgendwo auf eine Seite von der Karte spielt und auf der anderen Seite drückt euer Team oder macht euer Team Druck, beziehungsweise wird auch angegriffen, spielt ja keine Rolle. Es wird einfach ein Gegner aufgeklärt. Ihr hättet die Möglichkeit, drauf zu schießen, ihr zielt drauf und seht, der ist über 400 Meter weg, dann könnt ihr euch die Schüsse sparen, sie werden auf jeden Fall nicht durchschlagen. Das war mal das. Überlebensfähigkeit, er hat 540 Hitpoints, die Panzerung ist eigentlich hinfällig, braucht man nicht groß drauf eingehen, das ist ein Light Tank. Beweglichkeit finde ich persönlich, dass er ein bisschen lahm ist, also 55 km/h Höchstgeschwindigkeit, bisschen langsam für einen Light Tank, aber man kann damit arbeiten. Tarnung 31,43, stehend und bewegend. Allerdings muss man dazu sagen, dass hier zwei Crewmember schon Carbo haben. Das dritte ist bei 65%. Die Sichtweite sind 456 Meter jetzt in dem Setup mit der Crew, die ich benutzt habe. Und damit wird eigentlich ein recht solider kleiner Panzer draus. Der einzigste Knackpunkt, den man halt immer wieder berücksichtigen muss, wenn man mit der Kanone hier spielt, dass sie halt maximal 400 Meter Reichweite hat. Ich habe beim Dreimarken von dem Panzer immer wieder einen Reroll oder einen Zweitaccount erwischt in-game, der denselben Panzer gespielt hat. Der hat ihn aber mit dieser Stockgun gespielt, also nicht mit dem, ich sag mal in Anführungsstrichen, Autoloader. Je nachdem, wie die Matches verlaufen sind, wenn ich dem Kameraden über den Weg gelaufen bin, sage ich mal, und es zum Shootout kam, hat er jedes Mal den kürzeren gezogen, einfach weil der DPM von der Kanone besser ist. Das ist, ich sag mal so, das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er den Panzer spielen möchte. Ich habe ihn, wie gesagt, damit gespielt und es hat funktioniert. Ich habe auch alle drei Replays mit der Kanone gemacht. Sonst kann man noch auf die progressiven Elemente eingehen, dass ich gucken kann, wie lange ich gebraucht habe, um ihn zu marken.
Also hier kann man sehen, ich habe eins, es sind glaube ich zwei, fünf Panzerasse drauf gemacht und habe gespielt 71 Gefechte. Es wäre aber wahrscheinlich auch schneller gegangen, ihn zu marken. Ich habe relativ viel Faxen gemacht, ich habe viel herum experimentiert damit. Games habe ich in Summe, also mit dem Grind davor. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich den zuletzt gespielt habe. Es ist echt ewig her. 59% Wins, 683 durchschnittlichen Schaden und 586 Spotting. Die Genauigkeit ist hier mit 69,69 natürlich ein bisschen niedriger durch den Autoloader, wobei man sagen muss, die Kanone, auch wenn ihr den vollen Burst raushaut und ihr nicht allzu weit weg seid, ist es gar nicht mal so selten, dass ihr alle vier Schüsse mit Schaden ins Ziel kriegt. Von daher, also ich finde es nicht schlecht. Mir hat er auch Spaß gemacht. Allerdings ist es, glaube ich, auch so nach den Franzosen, nachdem ich die Franzosen gespielt habe, da würde mir wahrscheinlich fast alles Spaß machen. Und die Franzosen haben echt keinen Fun gemacht. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt nahtlos über zu Replay Nummer 1. Jo, leider habe ich hier keine Replays für euch, aber ich habe es jetzt nur der Form halber noch die Kampfberichte reingenommen. Durch dieses Event mit dem Waffenträger und den damit verbundenen Patch hat es mir mehrere Replay-Files unbrauchbar gemacht. Die lassen sich nicht mehr mit dem Klienten abspielen. Dazu gehören alle drei Gefechte mit dem Covenanter, den ich auch gemarkt habe. Ich gehe nur kurz auf die Kampfberichte drauf ein, weil es, glaube ich, nicht wirklich viel Sinn macht, wenn ich da jetzt viel drüber spreche. Weil die Nummer eh durch ist. So, das Gunmark Nummer 1 war auf Prokhorovka, also die übliche Light Tank Map, die eine von den perfekten Light Tank Maps. Das war ein sehr, sehr geiles Gefecht, hat auch mega Spaß gemacht zu spielen. Deswegen ärgert es mich hier umso mehr, dass ich das Replay nicht mehr zeigen kann. Gunmark Nummer 1 gewesen, das war ein Panzerass, Aufklärer und Wächter. Nach Erfahrung sortiert bin ich hier auf dem ersten Platz gelandet. 1117 Basiserfahrung, 472 Damage und 4840 Spotting bei 3,1 Kilometer gefahrener Strecke. Das, ja, der Punkt, wo ich sage, es ist schade, dass ich es nicht zeigen kann, liegt daran, sorry, liegt daran, weil man in dem Gameplay sehen konnte, wie ich als Light Tank Fahrer auf der Karte auf verschiedene, unterschiedliche, sich entwickelnde Gefechtssituationen reagiere. Kann ich jetzt leider nicht zeigen. In diesem Sinne muss das reichen. Mehr kann ich leider nicht anbieten. So, Gunmark Nummer 2 war auf Malinowka. Erste Klasse. Im Teamscore nach Erfahrung sortiert bin ich hier auf dem zweiten Platz gelandet. Das war ein 7er Match, wie man sehen kann. Da ist der T28 Concept oder HTC IS-2M. 36 Schuss abgegeben, das ist wie gesagt diese Autokanone. 571 Damage gemacht und knappe 1400 Damage gespottet. 1,4 Kilometer gefahren. Kann man hier sehen, ob ich das Gefecht überlebt habe. Ich habe es nicht erlebt, nicht überlebt. Das heißt, ich muss einen Spielfehler eingebaut haben. Kann ich jetzt aber leider nicht mehr nachvollziehen. Ja, das war Gunmark Nummer 2 und Gunmark Nummer 3 sieht so aus. Wieder mal so ein Kampfbericht oder so eine Problematik mit der Watch Replay Seite.
Ich bin momentan auch am gucken, ob ich irgendeine alternative Seite finde, wo ich die Replay-Files hochladen kann, weil mir das mittlerweile auf die Nerven geht, dass das immer wieder passiert. Nichtsdestotrotz, also ich habe die Gunmarks geschafft. Ich kann das auch noch mal kurz zeigen. Wenn ich jetzt hier bei Herr Hornet auf den Mark of Excellence Image Generator gehe, den EU-Server aussuche, meinen Nickname eingebe und auf Search drücke, dann kommen hier unten diese unterschiedlichen Links. Hier vorne, wenn ich drauf drücke, öffnet sich die Gunmark-Liste, die auf meinem Account besteht. Und da kann man sehen, wo ist er? Da ist er. Hier unten. Also Covenanter ist wirklich geschafft. Auch wenn ich ihn jetzt leider nicht so präsentieren kann, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber der Vollständigkeit halber mache ich es dann halt so, auch wenn es für mich etwas unbefriedigend ist und meiner Meinung nach schönes Gameplay damit flöten gegangen ist. Tja, in diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Spielen. Ganz großes Sorry für diesen Ausfall. Gar nicht nichts dafür, dass WoD das immer noch nicht auf die Reihe gekriegt hat oder Wargaming das immer noch nicht auf die Reihe gekriegt hat, dass diese Replay-Files vielleicht auch übergreifend über Patches funktionieren. Es funktioniert halt einfach nach wie vor nicht. Jo, in diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Zocken und melde mich ab.